Wenn du dich in Deutschland selbstständig machst, auch vollkommen unabhängig von der Rechtsform und so weiter, musst du am Anfang deiner Selbstständigkeit, um dich beim Finanzamt zu registrieren, den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Den muss jedes Unternehmen und jeder Selbstständiger in Deutschland ausfüllen. Und natürlich gibt es da so ein paar Dinge, wo ja, der ein oder andere große Fragezeichen im Gesicht hat, vielleicht inhaltlich so ein bisschen ins Straucheln kommt. Und ich dachte mir, zur Feier des Tages drehe ich mal ein Video mit den 5 häufigsten Stolperfallen. Das sind die 5 Felder, wo die meisten Menschen sich so ein bisschen verloren fühlen. Und ich beantworte dir, was du da genau einträgst. Du fragst dich, was wir zu feiern haben. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Klick-für-Klick-Tutorial in Elster Online aufgenommen, wie man diesen Fragebogen eigentlich ausfüllt. Und dieses Video hat jetzt 100.000 Aufrufe bekommen. Das heißt, wenn du diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung jetzt ausfüllen musst, dann schau unbedingt bei dem Video vorbei, was ich dir einmal oben rechts verlinke, denn da erkläre ich wirklich jedes Feld und nicht nur die häufigsten Stolperfallen. Kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar hat dieser Fragebogen unfassbar viele Felder. Und es werden unglaublich viele Dinge gefragt, bei der man häufig das Gefühl hat, dass das doch irgendwie nicht so richtig relevant sein kann. Zum Beispiel wird nach deiner Telefonnummer gefragt, der E-Mail-Adresse, der Webseite und auch ganz viele inhaltliche Sachen. Und da muss man erstmal Elster Online verstehen. Da stehen immer unglaublich viele Felder drin, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn du Felder leer lässt. Man kennt das normalerweise bei Formularen im Internet, dass immer so ein kleines Sternchen bei den Feldern dran ist, die man ausfüllen muss und bei allen anderen Feldern halt nicht. Ja, sowas gibt es halt bei Elster Online leider nicht. Das heißt, da weißt du nicht zwingend, welches Feld jetzt zwingend vorgeschrieben ist und welches nicht. Aber deine Webseite beispielsweise, die kannst du wirklich einfach getrost leer lassen, wenn du nicht möchtest, dass das Finanzamt diese Informationen über dich hat, dann lässt du das einfach leer. Und übrigens füllst du diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ja online aus und Elster beschwert sich schon, wenn Pflichtfelder nicht ausgefüllt worden sind. Deswegen wäre mein persönlicher Rat sowieso, im Zweifel lässt du Felder tendenziell eher leer. Erstens, Elster Online würde sich beschweren, wenn wirklich technisch etwas Wichtiges nicht ausgefüllt ist. Und zweitens, fragt das Finanzamt auch einfach, wenn sie zusätzliche Informationen möchte. Es ist nicht so, dass du diese Fragebogen einmal einschickst und alle Angaben denn für alle Zeit immer festgeschrieben sind. Überhaupt gar nicht. Wenn das Finanzamt irgendwas von dir wissen möchte, dann schreiben sie dir einfach einen Brief und dann gibst du denen die Informationen, die noch gefehlt haben. Fertig ist. Deswegen mach dir da nicht zu viel Stress. Manchmal weiß man in dem Gründungsprozess ja auch noch nicht alle Informationen. Ja, dann lässt du die Felder halt einfach leer. Der zweite Punkt, wo relativ viel Verwirrung kommt, sind Angaben zu deinen Einkünften im Gründungsjahr und im folgenden Jahr. Das ist so eine ganze Wand aus Feldern. Und zwar müssten das 7 Zeilen sein und 4 einzelne Spalten. Das heißt, 7 mal 4 sind 28 Felder mit Einkunftsangaben. Spätestens da sind ganz, ganz viele Leute so vollkommen verwirrt und wissen gar nicht, was sie denn da alles eintragen sollen. Haben andere Menschen tatsächlich 28 unterschiedliche Einkunftsarten? Nein, wir gehen das Ganze einfach mal Schritt für Schritt durch. Also erstens geht es nur um die Einkünfte im Gründungsjahr. Also wenn du beispielsweise am 1.8.2023 gründest, dann musst du nur die Einkünfte angeben für 2023, also in dem Jahr, in dem die Gründung stattfindet und für das folgende Kalenderjahr. Also da geht es um 23 und 24. Und dann kannst du deine Einkommensteuererklärung ja auch immer zusammen veranlagt mit deinem Ehepartner machen. Dann habt ihr als Ehepaar eine Steuererklärung. Das heißt, immer dann, wenn das bei dir der Fall sein sollte, ist nicht nur dein Einkommen von Relevanz, sondern auch deines Ehepartners. Und so entstehen dann aus 2 Jahren ganz schnell 4 Felder parallel, die du ausfüllen musst. Wenn du keine zusammen veranlagte Steuererklärung machst, dann lässt du 2 Spalten schon mal komplett leer. Und dann kennt das deutsche Einkommensteuergesetz insgesamt 7 Einkunftsarten. Aber ich kann dich beruhigen, die allermeisten Deutschen haben nicht 7 Einkunftsarten, sondern 1, vielleicht mal 2, in seltenen Fällen vielleicht auch mal 3. Und da kannst du auch wirklich großflächig alles leer lassen. Du solltest an dieser Stelle vor allem wissen, ob du selbstständig, also freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Das heißt, dann trägst du etwas ein bei Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit. Das sind quasi die Zahlen aus deiner Selbstständigkeit. Wenn du dich aber nebenberuflich selbstständig machst, dann hast du wahrscheinlich noch Einkünfte aus einem Anstellungsverhältnis. Anstellungsverhältnis oder angestellt sein heißt nicht selbstständige Arbeit und dann trägst du da halt dein Gehalt ein. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, da trägst du dein Bruttogehalt ein und nicht dein Nettogehalt, weil hier geht es, bei dem ganzen Feld geht es eigentlich darum, Einkommen
Einkommensteuer und Gewerbesteuervorauszahlungen zu schätzen. Weil als Selbstständiger bekommst du ja nicht monatlich Gehaltsabrechnungen mit Steuerabzügen. Das heißt, du musst dich selbst um deine Lohnsteuerabzüge kümmern, und zwar indem du quartalsweise Einkommensteuer und gegebenenfalls Gewerbesteuer vorauszahlst. Und die Berechnungsgrundlage für diese Einkommensteuer und damit auch für die Einkommensteuervorauszahlungen sind halt alle 7 Einkunftsarten. Deswegen musst du da grob eingeben, was du da verdienst. Also wenn du beispielsweise am 1.8.2023 gründest und in diesem Jahr noch ein Anstellungsverhältnis hattest, entweder bis Ende Juli oder vielleicht auch bis Ende des Jahres, und du planst erst dann zu kündigen, dann schreibst du hier dein wahrscheinliches Bruttojahresgehalt rein. Wenn du denn in diesem Jahr tatsächlich kündigen solltest, also dein Anstellungsverhältnis kündigen solltest, dann hast du im nächsten Jahr dann halt entsprechend keine Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Aber mach dir nicht zu viel Panik bei diesen ganzen Feldern. Auch hier kannst du im Zweifel Dinge einfach leer lassen. Wer weiß schon, ob du nächstes Jahr noch deinen Job hast? Wer weiß heute schon zu einem Gründungszeitpunkt, wie sich die Umsätze und die Gewinne entwickeln und wie das aussieht? Ein wichtiger Hinweis vielleicht an dieser Stelle: Einkünfte sind die Gewinne. Das heißt, bei deinen Feldern schreibst du dann auch immer deinen Gewinn rein, also den Gewinn, mit dem du planst. Und wenn du mit einem Verlust planst, was ja durchaus sein kann, auch in der Gründungsphase, dass du erstmal Verluste machst, dann schreibst du da einen Betrag mit Minuszeichen rein. Und grundsätzlich würde ich sagen, setz das Ganze lieber eher ein bisschen niedriger an und schätze das ganz grob auf Tausender. 5.000er reicht vollkommen aus. Das heißt, du musst jetzt keine einzelnen Euro-Beträge oder Cent-Beträge im schlimmsten Fall eintragen. Der nächste Stolperstein und Anlass für Verwirrung ist ehrlicherweise ein ähnliches Problem. Und zwar musst du später in diesem Fragebogen deinen Umsatz schätzen. Und zwar für das Gründungsjahr, also genauer gesagt im Jahr der Betriebseröffnung und im Folgejahr. Auch hier gilt, mach das Ganze relativ grob. Du weißt natürlich nicht, welche Umsätze du genau machen wirst. Runde das hier ganz, ganz grob. Vielleicht für dich einfach zum Hintergrund, wofür ist das Ganze eigentlich wichtig? Du hast einige steuerliche Wahlrechte, wie zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung oder aber die Buchführungspflicht. Also entweder Bilanzierung oder Einnahmenüberschussrechnung. Oder das ganze Thema Soll- und Ist-Versteuerung. Und die sind abhängig von den Umsätzen, die du planst. Und deswegen musst du an dieser Stelle deine geplanten Umsätze eintragen. Und vielleicht kommen wir damit auch direkt erstmal zum vierten Punkt. Bei diesem Formular, also beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, geht es um die Registrierung beim Finanzamt. Du schreibst hier Zahlen rein. Diese Zahlen müssen aber ausdrücklich nicht die exakt gleichen Zahlen sein, die du irgendwo anders angegeben hast. Vielleicht hast du auch irgendwo anders schon Zahlen zu Umsätzen und Gewinnen und so weiter eingetragen. Zum Beispiel bei einer Bank, bei der Bundesagentur für Arbeit, bei Gründungsförderungen, bei Investoren, wo auch immer. In so einem Gründungsprozess muss man immer mal überall Zahlen angeben. Hier geht es nur um die Finanzamtangaben und keiner wird dir jemals irgendeinen Strick draus drehen, wenn in deinem Businessplan andere Zahlen stehen als hier beim Finanzamt. Das Finanzamt gibt diese Zahlen jetzt auch nicht weiter an die KfW für irgendwelche Kredite und so weiter. Das passiert nicht. Hier geht es wirklich nur um das Schätzen deiner voraussichtlichen Steuerlast. Hier geht es nicht um irgendwelche Förderungen und so weiter. Deswegen kannst du auch ohne Probleme in diesem Fragebogen diese Zahlen eher ein bisschen konservativer schätzen und irgendwo anders, wo es darum geht, das eigene Geschäftsmodell zu zeigen oder zu zeigen, dass du davon tatsächlich auch leben kannst, da kannst du die Zahlen dann tendenziell auch ruhig ein bisschen höher ansetzen. Natürlich muss das realistisch sein, aber diese Zahlen müssen nicht überall exakt gleich sein. Und speziell jetzt beim Finanzamt wäre es auch dumm, wenn du eher höhere Zahlen ansetzt. Das führt nämlich dazu, dass du höhere Steuervorauszahlungen hast oder vielleicht weniger steuerliche Wahlrechte hast. Und das wäre ungünstig. Deswegen hier lieber ein bisschen auf die Bremse treten. Gas geben kannst du dann bei der Gründungsförderung, Bundesagentur für Arbeit und so weiter. Ein weiteres ziemlich schreckliches Feld ist ehrlicherweise die Zahllast oder der Überschuss. Du musst da eingeben, was du erwartest an Umsatzsteuer zu zahlen oder eventuell zurückzubekommen. Das kann wirklich meiner Erfahrung nach fast keiner schätzen. Und das Feld gibt es auch noch nicht so wahnsinnig lang. Das gibt es erst so seit 1 oder 2 Jahren. Und das kann man einfach nicht genau wissen. Aber wie gehst du da vor und was kannst du da überhaupt eintragen? Wie kannst du dich irgendeiner Zahl nähern, die du da eintragen kannst? Du hast ja an anderer Stelle, haben wir schon drüber gesprochen, deinen Umsatz geschätzt. Beispielsweise 50.000 Euro im ersten Jahr. Und dann hast du an anderer Stelle ja schon dein Einkommen geschätzt, also deinen Gewinn. Und wenn du da davon ausgegangen bist, dass du beispielsweise 20.000 Euro Gewinn machst, bedeutet das ja, du rechnest mit einem Umsatz von 50.000 Euro,
mit einem Gewinn von 20.000 Euro bedeutet ungefähr 30.000 Euro. Und dann kannst du das einfach ganz einfach und grob mit diesen geschätzten Zahlen zusammenrechnen. Und zwar gehst du ja dann davon aus, 50.000 Euro Umsatz zu machen. Meistens ist der Umsatzsteuersatz ja 19%. Das heißt, du rechnest 50.000 Euro mal 19% sind 9.500 Euro. Du gehst ja davon aus, Betriebsausgaben in Höhe von 30.000 Euro zu haben. Natürlich weißt du noch nicht, wie viel Umsatzsteuerbeträge da drin sind. Aber wenn wir davon ausgehen würden, dass auf diesen 30.000 Euro Betriebsausgaben auch 19% Umsatzsteuer wären, dann wären das 5.700 Euro. Und damit könnten wir dann eine Zahllast ausrechnen, die nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist. Und zwar sind das einmal 9.500 Euro Umsatzsteuer vom Umsatz, dann minus 5.700 Euro Umsatzsteuer von den Kosten sind dann 3.800 Euro. Und in dem Fall würdest du dann da 3.800 Euro eintragen. Und so ganz grob sollte das auch so zusammenpassen. Also dein Umsatz, dein Einkommen und die Zahllast. So sollte das irgendwie zusammenpassen. Wenn das so komplett auseinander geht, dann kann es durchaus sein, dass das Finanzamt das nochmal nachfragt oder anders ansetzt. Wäre auch kein Weltuntergang, aber das Ganze kannst du vermeiden, indem das von vornherein so ganz grob irgendwie zusammenpasst. Und auch hier, da geht es wirklich nicht um 100 Euro mehr oder weniger und ehrlicherweise auch noch nicht mal um 1.000 Euro mehr oder weniger. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und vielleicht habe ich ja auch genau den Punkt getroffen, wo du dich auch ein wenig verloren gefühlt hast. Vielleicht gibt es auch einen anderen. Dann stell deine Frage zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung oder auch gerne zu Elster Online in die Kommentare und ich versuche dir dann gerne in den Kommentaren weiterzuhelfen. Und wenn du dir denkst, dass das Ganze viel zu kompliziert ist für einen Normalsterblichen, dann gebe ich dir recht. Das Finanzamt ist nicht unbedingt die umgänglichste Behörde, aber es gibt Experten, die dir dabei helfen können. Und ich kenne solche Experten. Meine Empfehlungen für solche Experten findest du, wenn du einmal hier klickst. Oder aber du schaust dir erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.